So, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, jetzt geht's weiter mit Let's Play Space Rangers War Apart. Ja, ich befinde mich gerade hier auf dem Planet M'Zema. Und heute möchte ich auf jeden Fall weitermachen und schauen, was wir dann noch machen können. Ich habe heute auf jeden Fall vor, ein paar Planeten von den Dominatoren zu befreien, damit wir schon langsam aber sicher weitere Erfahrungspunkte bekommen. Und vielleicht könnte ich heute auch ein neues Schiff dann gebrauchen. Aber wie es aussieht, haben die auch hier einen Auftrag für mich. Satellit IS 106. Diplomatisches Schiff Zopschik. Die Regierung unseres Systems ermächtigt dich hiermit, Zopschik zu zerstören. Du hast 131 Tage. 24.000 Credits? Erstmal möchte ich diesen Zopschick mal suchen. Sektor Peres System Fall. Das ist nicht weit von hier. Ich mache das als Info und ja, ich akzeptiere das. Ich meine, 24.000 Credits. Na, aber hallo, sieht man nicht jeden Tag. Ja, Sprungreichweite 14 Punkte. Ja. Ich habe kein passendes Werkzeug dafür, also tut mir leid. Aber vielleicht werde ich dann gleich in der Zukunft hier neue Waffen bekommen. Dann könnte ich das dann damit auch zusammen verbinden. So. Auf nach Uqbal. Und dann suchen wir diesen Zopschick. Ich gehe mal kurz zum Ranger-Zentrum. Ist das er? Nein, das ist ein Kiki oder sonstiges. Ich brauche aber Zopchik. So. Nee, ich möchte nichts tauschen, dankeschön. Ich möchte nur aufdanken. Sieht alles gut aus. Ist er immer noch hier? Yep, er ist immer noch im System Uqbal. Das heißt, er muss gleich eher hier irgendwo auf einem Planeten sich befinden oder er fliegt irgendwo rum und will gleich abhauen. Was ich natürlich nicht zulassen darf. Wo bist du? Das ist ein Spezialagent, den darf ich nicht anrühren. Sonst bekomme ich dann Probleme mit der Regierung von dem Planeten. Wo bist du? Nein, das ist der Letztgisch. Muss irgendwo sein. Ich will mal, flieg mal dahin. Vielleicht sehen wir ihn dann gleich irgendwo. Ups, tragisch. Nein, das ist Kampfschiff. Den dürfen wir nicht anrühren. Bist du? Ah, da ist er. Das nenne ich mal ein richtig cooler Zufall. Wir suchen ihn und gerade bemerke ich, dass er hier auch gerade von den Piraten angegriffen wird. So, Zopschik, ich würde mal sagen, heute ist nicht mal dein Tag, ne? Tut mir leid, aber ich muss dich erlegen. Er hat nicht mal richtig gute Waffen. Ja, so einen großen Schaden wird er bei mir nicht auslösen. Und tschüss. Yep, Auftrag erledigt.
Jetzt bitte mal schön bezahlen. Da hat aber Luxusartikel. Mineralien. Ich könnte das eigentlich noch mitnehmen. Luxusartikel sind da auf jeden Fall eine gute Einkommensquelle. Also die kann man auf jeden Fall gut, auf einem Planeten verkaufen. Wenn natürlich die Nachfrage da richtig groß ist. Darum empfiehlt es sich auch, die Geschäftszentren ab und zu mal zu besuchen, damit man weiß, bei welchen Planeten kann man diese Waren verkaufen oder diese Waren verkaufen etc. etc. Aber so, also man muss da schauen, wo die Nachfrage für diese Ware am höchsten ist, denn dort kann man das auf jeden Fall für einen richtig guten Preis verkaufen. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Feianer, die sind also meistens richtig groß auf entweder auf Medikamente, Lebensmittel oder auf Luxusartikeln. Also so war es immer bei mir und darum konnte ich auch damals in der Vergangenheit richtig oft mit dem Handel ein paar große Mengen an Credits von mir sichern. Aber es ist immer unterschiedlich. Also manchmal wollen die mehr Luxusartikel haben, manchmal wollen die mehr Medikamente und Lebensmittel etc. etc. Also es unterscheidet sich jedes Mal. 1380 Punkte. Und wir haben sogar eine Auszeichnung bekommen. Oh meine Güte, wir haben schon so viele Orden, ey. Seht ihr? Man kann hier auf jeden Fall die Luxusartikel bei denen richtig gut verkaufen. Raketenblock lasse ich noch für einen Moment. Treibstoff bitte, dankeschön. Ich verkaufe Waffen. Ja, das Problem ist, ich darf die nicht überall verkaufen. Vor allem, wenn es zum Planeten der Menschen geht. Da kann man richtig schön Ärger bekommen von denen. Und da kommt man ins Gefängnis. Ich speichere mal. Die haben hier auf jeden Fall ein paar interessante. Oha, das ist auf jeden Fall die fortgeschrittene Stufe von dieser Waffe. Elf bis 56 Schadenspunkte. Ne, ich lasse es noch. Vielleicht werden wir gleich hier irgendwo auf einen günstigeren Preis treffen. Auf zum schwarzen Loch. So, einer erledigt. Jetzt kommt gleich der andere. Schon. So. Waren das alle? Ja, das waren alle. Raketenwerfer und Frostix. Frostix, wenn ich mich nicht irre, das kann
Das wirkt als Kühlung für den Antrieb, indem wir diese Hyperraum, diese Sprünge machen, wenn ich mich nicht irre. Ich schaue das mir wirklich an. Oh, die greifen da schon weitere Planeten an. So, da ist es. Postix kühlt den Antrieb, schützt ihn vor Überhitzung. Genau. Das ist übrigens auch sehr empfehlenswert. Also wer denkt, das ist jetzt unnötig, vertraut mir, es ist eigentlich richtig nützlich. Der Raketenwerfer, ja, ich brauche den nicht mehr. Ich habe schon gute Waffen. So, dann würde ich mal sagen, wir fliegen mal weiter. Koordinator. Oh ja, das brauche ich auf jeden Fall, definitiv. Ah, die haben hier auch die Illuminatoren. Schaut euch mal an, wie viele da sind. Ja, ich würde mal sagen, du schaffst es auch so. Du brauchst meine Hilfe da nicht. Ihr kommt da alleine zurecht. Und währenddessen klaue ich da die ganzen Knoten. Da ich weiß, dass ihr Idioten die so oder so alles erschießt. Aber das Forschungszentrum braucht sie dringender. So, hier das auch noch. Ja, toll. Hat mir gerade noch gefehlt. Fliege ich mal zum Medizinzentrum und dann will ich diese Krankheit dann los. Das Medizinzentrum hat aber richtig gut überstanden. So. Na, machen wir eine Urintherapie. Beides macht im Prinzip das gleiche, nur eine ist günstiger als das andere. Aber beide haben denselben Effekt. Okay, die haben aber nicht so gutes Zeug da. Ich muss auf jeden Fall zu einem Forschungszentrum, um die Knoten da abzugeben. Damit ich schön dafür richtig eine große Menge Credits kassieren kann. Auf nach Minerva. We'll be right back.
So. Ich könnte eigentlich den Windfaser noch. Okay, das muss auf jeden Fall repariert werden. So, dann nehmt schon mal alles, was ich dafür euch habe. Hohoho, wir haben da richtig schön große Menge an Geld gemacht. 2236 Tage wird es fertig sein. Es wird noch dauern. Es wird noch dauern. Wellenfaser ist doch diese Waffe, glaube ich, oder? Ja. Wie viel ist das? 2087. Ja, mach auf volle Kanne. Ich hab so oder so genug. Nicht schlecht, die haben auf jeden Fall hier ganz nettes Spielzeug auf Lager. Raketenblock lasse ich. Was haben wir da? Ah, wieder sind die Streitkräfte in Gefahr. Ja, die Dominatoren machen weiter und weiter Ärger. Ja, so sind die nun mal. Die Dominatoren. Ich würde mal sagen, wir machen uns jetzt zum Planeten Talot auf. Ich speichere hier mal. Für den Fall, falls ich da zerstört werde. Worauf ich keine Lust natürlich habe. Und dann versuche ich dort mal der Koalition dann zu helfen. Wenn ich das kann. Warte mal, ich helfe dir. So, ein Dominator weniger. Koordinator, das brauche ich unbedingt. Dafür gibt es eine Menge Kohle beim Forschungszentrum. Man kann die Waffen dort auch eintauschen, aber am meisten bringt Geld, wenn ihr verschiedene Datenstrukturen oder sonstiges da verkauft. Das gibt nicht nur viel Kohle, sondern das hilft auch dann weiter bei der Forschung gegen diese Dominatoren. Schon perfekt. Explosionsreaktor, Leska, das nehme ich mit, dankeschön. Da ist dieser große, den schnappe ich mir, dafür gibt es eine Menge Punkte. Perfekt. Oh. Okay, dankeschön. Bekomme ich dann neue Programme bei der Militärstation. Das nehme ich mal mit, den Torsionsreaktor. Ich möchte mal schauen, was das für einer ist. Dann nehme ich auf jeden Fall die Knoten. Die gehören alle mir.
Terminator nehme ich auch mit. Ist auch nutzvoll. Krankenversicherung ist abgelaufen. Okay, da muss ich eine erneuern. Den schnappe ich mir noch. Ich glaube, das ist der letzte, oder? Ich hoffe, das ist der letzte. Ne, da sind noch ein paar. Kommt schon, Jungs. Wir schaffen das. Energie 89. Ah, da sind noch ein paar gekommen. Meine Güte, wie viel gibt es denn hier? Genau, jetzt haut er einfach ab, ne? Okay, ich muss jetzt auf jeden Fall aufpassen, dass ich den nicht zerstört werde. Ich habe zwar einen Reparaturdruiden, aber ich möchte auf Nummer sicher gehen. Diesen werden sie gleich beschießen. Dieser ist noch da. Ein weiterer Dienstgrad, dankeschön. Ich kann es kaum abwarten, bis dann das Forschungszentrum dann eine mächtige Waffe gegen diese Dominatoren dann endlich erforscht. Und dann können wir ihn richtig schön auf die Fresse hauen. Welter, nee, der bringt mir gar nichts. Obwohl doch, er bringt mir was, aber nicht so viel wie zum Beispiel diese Datenstrukturen von den Dominatoren. Ich würde sagen, das waren alle, oder? Ich weiß gleich noch ein paar weitere kommen. Ich bin auf jeden Fall immer bereit, noch weitere zu bekämpfen. So, Sternkarte. Ja klar. Und noch eine, Dankeschön. Ja, jetzt haben wir die ganze Galaxiekarte, die ganze Galaxie hier für uns offen. Okay, die Dominatoren haben auch auf jeden Fall ein paar weitere Planeten dort noch unter Kontrolle. Die werden wir auf jeden Fall in der Zukunft noch weiter befreien. Aber erstmal muss ich mich um etwas kümmern. Ich mache mal die technische Fähigkeit und die Händler und die Führung. Ich möchte auf jeden Fall nochmal sicher gehen, dass meine Ausrüstung nicht zu schnell dann beschädigt wird. Aber ich habe keine Lust, dann die ganze Zeit dann noch weitere Quests dafür zu verbrauchen. So. Ich bin mal gespannt, wie viel die mir gleich bezahlen werden. Ich habe dann noch ein weiteres neues Mikromodul bekommen. Ja, ich könnte mich um ihn kümmern. Aber ich glaube, der haut ab, oder? Ja, der haut ab. War klar.
So, ja, reparier das bitte schön. Und ich habe was für deine Forschung. 77.000 habe ich jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, die brauchen noch ein paar Tage, bis sie dann fertig sind. Ich könnte eigentlich auch zum Formelhaus, dann werde ich reisen und schauen, was die dort für mich so haben. Ich könnte aber auch den Ebola. Das ist Piratengebiet. Bei Hese ist auch was los. Ich flieg mal zur Formel laut. Ich habe hier meine Drohne noch. So, dann lasse ich dich mal hier den Planeten erkunden. Yep. Und dann komme ich dann in ein paar Tagen dorthin wieder und schaue, was er da so alles aufgetrieben hat. So, dann gehen wir mal zum Militärstützpunkt und bekommen dann unseren neuen Dienstgrad und auch ein paar neue Programme. Rang Pilot. Durchflussantrieb. Aviosystem Sektor Valgia. Ah, das ist ganz in der Nähe, bei Sesmen. Ja, die steht aber unter Kontrolle von Dominatoren. Ich kann das alleine nicht machen. Ich brauche dafür schon ein bisschen Unterstützung. Ich bin ja immerhin kein Superheld. So, Durchflussantrieb. Der ist schwächer. Dankeschön, aber ich brauche ihn nicht. So, alles ist bei mir im grünen Bereich. Können wir eine Militäroperation bestellen? Oha. Felgestes-System. Befreiung von Arrakis. Arrakis. Das ist Piratengebiet. Jungs. Mir wären die Dominatoren lieber. Gegen die Piraten, das ist richtig übel. Ich glaube, in der Zukunft werde ich auf jeden Fall dann diese Quest machen, wo ich dann die Piraten infiltrieren muss. Und dann kann ich dort dann entscheiden, was mit ihnen dann passiert. Und dann könnte ich dann zumindest versuchen, sie irgendwie zu schwächen, damit sie keinen großen Einfluss dann auf uns in der Zukunft nehmen können. Aber dazu werde ich auf jeden Fall was für die machen müssen. Immerhin müssen die mir auch vertrauen. Ja, ja, so sind die Piraten heutzutage.
So. Alles auftanken. Energus. Energiewaffen plus 7 Punkte. Ja, aber hallo. Dazu sage ich nicht nein. Damit kann ich noch mehr Schaden austeilen. Dankeschön. Das ist mal ein sehr nützliches Geschenk. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, wie die Entwickler das hier so gemacht haben, dass man jedes Jahr, also mit jedem neuen Jahr, hier ein neues Mikromodul bekommt. Das entweder dein Schiff oder deine Waffen oder deine sonstige Ausrüstung hier verstärkt. Ich finde das richtig cool gemacht von den Entwicklern. Ich glaube, Space Rangers ist das einzigste Spiel, wo ich sowas kenne. Vielleicht gibt es da auch andere, ich bin mir nicht sicher. Ich kenne leider nicht so viele Spiele, die auch so ein Gameplay-Detail haben. Aber momentan kenne ich nur Space Rangers, die sowas haben. So. Habt ihr was für mich? Fracht. 16.000 Credits. Das ist ein bisschen wenig. Tut mir leid, Leute, ich such mir was anderes. Ich muss ein bisschen Action haben. Auf nach Aldagor. Mal schauen, was wir dort so alles aufnehmen können. Okay, da werde ich nicht so viel ausrichten. Scheinbar haben sie dieses System gerade vor kurzem jetzt hier angegriffen. Nee, Jungs. So viel könnt ihr da nicht ausrichten. Ich könnte es zumindest versuchen, aber ich bin mir nicht sicher. Die werden wahrscheinlich so oder so gleich hier Verstärkung bekommen. Naja, zumindest habe ich einen erwischt. Das ist zu viel für mich. Die beschießen mich hier wie verrückt. Da ist jetzt der Hut, verdammt. Boah, noch ein bisschen und dann bin ich tot. Nee. Tut mir leid, ich kann da nicht viel ausrichten. Muss abhauen. Ich muss abhauen. Auch nach den Nebula. So schnell wie möglich. Spezialagent, der wird da auch nicht sehr viel ausrichten.
Repariert das mal bitte. Okay, dieser Raketenwerfer ist richtig cool. Moment mal. Ich könnte eigentlich einen neuen kaufen. Schiffskapazität 70, dank 56 Punkte. Moment mal. Ich speichere hier mal. Ich möchte mal schauen, ob es sich wirklich lohnt, ihn zu kaufen. Ich kaufe ihn mal. Da drücke ich mehr Punkte. Ja, aber dafür wird meine Schiffskapazität sehr, sehr, sehr darunter leiden. Und den neuen behalte ich. Ja. Damit habe ich zwar wenig Platz, aber. Naja. Wir fliegen jetzt wieder mal nach Aldago. Ich möchte mal auf jeden Fall den Dominatoren richtig schön den Arsch versohlen. Einer ist erledigt. Sehr schön. Kommt der nächste. Der andere ist auch jetzt am Ende. Ich schaffe das noch. Komm schon, halt durch. Halte durch. Wir könnten es schaffen. Wir können es schaffen. Ein bisschen Störung mit meinem Programm. System wurde befreit. Ich meine. Okay. Aber bevor ich da hingehe, möchte ich hier mal was aufsammeln, denn ich habe es mir auf jeden Fall verdient. Das gehört alles mir. Oh, das möchte ich auf jeden Fall mitnehmen. Das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Schaffe ich es aber ganz schnell?
Elektroschneider. Edo-Werfer. Obwohl. Edo-Werfer klingt eigentlich gar nicht schlecht. Der kann einen ordentlichen Schaden ausstellen. Auf zu Igmairisch, damit wir dort unsere Belohnung abholen können. Ja, soweit so gut. Also gegen die Dominatoren haben wir jetzt im Moment auf jeden Fall gute Karten. Aber wir können uns nicht lange auf unseren Lorbeeren jetzt hier ausruhen, denn wir müssen weiter und weiter und weiter machen. Wir dürfen den Dominatoren keine Chance geben. 1051 Punkte und ein Energos haben wir dafür bekommen. Dankeschön. Ja, und die haben Arrakis überhaupt nicht angenommen. Das war so klar. Energiewaffe plus 10 Punkte. Jawohl, jetzt kann ich noch eine Waffe machen. Perfekt. Jetzt ist mein Schiff komplett hier gut ausgerüstet. Gut, sehr geehrte Zuschauer und Abonnenten, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Part bei Let's Play Space Rangers A War Apart. Bleibt dran, es wird weitergehen.